Wir sind hier am Flughafen in Memmingen. Wir sind deshalb hier, weil heute 23 schwerstbehinderte Kinder aus einer ukrainischen Behinderteneinrichtung, die zerstört ist, hier nach Memmingen geflogen worden sind mit zwei polnischen Militärmaschinen, die von hier mit unseren Einsatzkräften ins Dominikus-Ringeisenwerk nach Urswerk gefahren werden. Wir haben heute im Laufe des Tages 46 Kräfte eingesetzt, pro Fahrzeug zwei Kräfte. Wir haben für jedes Kind ein Fahrzeug bereitgestellt. Die Kinder sind jetzt schon teilweise auf dem Weg und einige auch noch im Flugzeug. Kurzer Dienstweg zwischen Dominikus-Ringeisenwerk, der Leitstelle der den Behörden hier vom Flughafen und auch den politischen Behörden des Freistaats. Minister Holecek war ja heute auch hier und unsere Kräfte sind sofort bereit gewesen, mit allem, was Räder hat, heute herzufahren, hier aus Schwaben, aus allen Landkreisen Schwabens. Wir sind da wirklich sehr dankbar. Wir hatten tatsächlich Vorlauf seit Freitag. Die Kinder hätten eigentlich am Samstag schon kommen sollen, dann war das Ganze auf heute verschoben. Und wir konnten da relativ schnell auch unsere Fahrzeuge und die Einsatzkräfte mobilisieren, die Ehrenamtlichen, alles Ehrenamtliche, die heute hier auf den Fahrzeugen sind, die sofort bereit waren zu helfen. Ja, die Kinder sind in den Flugzeugen von ukrainischen Mitarbeiterinnen der Behinderteneinrichtung betreut worden. Es sind auch zwei Militärärzte der polnischen Streitkräfte mit an Bord. Und wir haben hier tatsächlich auch einige Kinder jetzt vom Flughafen nicht nach Urswerk, sondern direkt ins Kinderkrankenhaus nach Memmingen gebracht, weil bei diesen beiden Kindern erhebliche Beschwerden vorlagen. Das können wir momentan noch nicht sagen. Wenn allerdings die Notwendigkeit besteht, werden wir genauso helfen wie heute auch. Wir sind hier am Stammsitz des Dominikus-Ringeisenwerks in Bayern, in Bayerisch-Schwaben. Das ist der größte Standort, den wir haben beim Dominikus-Ringeisenwerk. Hier leben ungefähr 900 Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderung. Wir haben einen Hilferuf über die Caritas bekommen vor ein paar Wochen. Da sei ein Waisenhaus mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit teils schwerer Behinderung. Ob wir die aufnehmen könnten, weil sie vor dem Krieg fliehen müssten. Die Frontlinie, das ist im Südosten der Ukraine, wo das Waisenhaus ist, wo die Stadt ist, aus der das Waisenhaus kommt. Die Frontlinien rückten immer näher und da war Eile geboten. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben mit der polnischen und ukrainischen Regierung kommuniziert, sodass wir diese Gruppe daraus bekommen könnten. Es handelt sich ja um 82 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen. Dazu kommen 16 Pflegekräfte, die wir aufnehmen. Und diese Pflegekräfte bringen wiederum 20 Familienangehörige mit. Das sind rund 120 Leute, die wir hier in einem ertüchtigten Haus unterbringen können, in einer Flüchtlingsunterkunft. Ja, das war ein bisschen abenteuerlich, die Wege, die wir da nehmen mussten, beziehungsweise die Menschen mit Behinderung und ihre Pflegekräfte nehmen mussten. Ursprünglich war geplant, also sie sind zuerst mal in einen Evakuierungszug in der Ukraine gestiegen. Das hat sehr lange gedauert, bis sie den überhaupt erreicht haben. Als es glücklich soweit war, sind sie an die polnische Ostgrenze gefahren. Dort sind sie dann in ein Erstaufnahmelager gekommen. Dann sind zwei Leute vom DRW, also vom Dominikus-Ringeisenwerk, von uns hochgefahren und haben dort die erste Berührung gehabt mit dieser Gruppe. Und dann haben wir uns halt gefragt, wie kriegen wir diese Menschen heil und sicher zu uns. 23, das sind die 23, die heute mit den zwei polnischen Militärflugzeugen gekommen sind, können nur liegend transportiert werden. Das war die Schwierigkeit dabei. Also haben wir in einem ist eine erste Gruppe von 34 Leuten ist am Samstag gekommen mit einem Flieger. Das hat die polnische Regierung und die polnische First Lady für uns organisiert. Die 34 sind in München gelandet am letzten Samstag. Dann eine weitere Gruppe mit dem Bus ist nach Görlitz gebracht worden von der polnischen Feuerwehr. Von dort ist ein Bus von hier hochgefahren und hat sie in Görlitz abgeholt. Das waren dann nochmal 25. Und die restlichen 23, das waren die, die nur liegend transportiert werden konnten. Die kamen dann heute mit zwei polnischen Militärflugzeugen am Flughafen in Memmingen an und wurden dann von 23 einzelnen Rettungswagen des BRK Schwaben abgeholt und nach Urswerk verbracht. Und wir sind
sehr, sehr glücklich, dass alles sehr gut und reibungslos funktioniert hat und jeder jetzt bei uns ist. Also da muss ich ehrlich sagen, wir fahren so ein bisschen auf Sicht. Das Erste war jetzt, die Leute sicher und gesund hier hinzukriegen. Das ist uns gelungen und da sind wir unendlich dankbar und sind auch dankbar den ganz vielen Kooperationspartnern, die uns dabei geholfen haben. Unser Landkreis Günzburg, das BRK Bayerns. Wir haben ganz, ganz viele Leute gehabt, die uns hier unterstützt haben. Ganz viele Ehrenamtliche, die in Windeseile dieses Haus ertüchtigt haben. Die haben gestrichen, die haben Möbel gekauft, die haben Möbel zusammengebaut, die haben Essen eingekauft. Ganz viele Ehrenamtliche und ganz viele Mitarbeitende des Dominikus Ringeisenwerks. Ja? Und jetzt ziehen die erstmal ein. Ich glaube, die brauchen jetzt erstmal Ruhe, die brauchen mal Zeit für sich. Die müssen sich an eine total neue Umgebung gewöhnen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir sie auch unterstützen können und wie dann die kommenden Tage und Wochen aussehen. Ich denke, sie werden schon einige Zeit bei uns sein, wenn man bedenkt, dass der Krieg jetzt noch anhält. Also wie gesagt, wir fahren da etwas auf Sicht, aber sind guten Mutes, dass wir das zusammen hier in unserer starken Gemeinschaft gut hinbekommen.